So, moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von League of Legends. Heute passiert was komplett anderes wie in den letzten Folgen, denn wir haben 1500 Einflusspunkte. Ich sag immer Erfahrungspunkt, warum auch immer. Ja, aber wir können uns jetzt endlich einen neuen Champion kaufen und ihr wisst ja schon, wer das sein wird. Das wird Teemo sein. So, 1350 passt. Erwerben mit Einflusspunkten. Perfekt. Fertig. So, jetzt haben wir den auf jeden Fall. Jetzt können wir ein neues Game machen. Und während dem Spiel werde ich euch dann zeigen, was der so alles kann. Also, wir sehen uns dann gleich in-game. Lol. Okay, es laggt oder sowas. Geil. Läuft auf jeden Fall. Ja, hallo? Passiert hier noch was? Hallo? Hä, was ist jetzt los? Gut, das passt. Das geht noch alles, aber hier, hallo? Hä? Okay, ich starte das Spiel neu. Wir sehen uns dann gleich. So, dann probieren wir es jetzt nochmal. Hoffentlich klappt das jetzt. Ach so, na klar. Okay, lieber Basser, wir sehen uns dann gleich. So, da bin ich jetzt wieder. Und der Lever Buster ist jetzt auch fast vorbei, Gott sei Dank. Das kommt immer, wenn man ein Spiel verlässt, aber ihr habt es ja selber gesehen. Ich hatte einfach Plex-Screen und ja. Was soll man da anders machen als zu leaven? So, jetzt ist er vorbei. Ja, muss jetzt nochmal. Ah ne, jetzt kann ich direkt in die Warteschlange. Okay, passt. Ja, das wusste ich jetzt nicht. Ich hatte es zwar am Anfang mal, als ich angefangen habe, LOL zu zocken. Ja, Leaverbuster über 20 Minuten passiert. Ja, da wusste ich halt noch nicht, wie das ganze System funktioniert, aber jetzt ist alles safe. Aber wenn jetzt nochmal der Plex-Screen kommt, dann muss ich echt gucken, was ich da mache. Dann liegt es ja bei mir an LOL. Oder liegt es am neuen Patch, das ist ja 5.20, glaube ich. Und seitdem habe ich noch gar nicht gezockt, von daher kann sein, dass es auch am Patch liegt. So, jetzt mach aber mal 42, 43, 44. Komm, komm, komm. Ja, und ich entschuldige mich schon mal, dass Video jetzt ein bisschen später kommt. Normal habe ich ja immer geplant, so jedes Wochenende ein Video. Aber am Wochenende gab es eine Internetumstellung und ja, jetzt ist es noch schlimmer geworden. Danke. Naja, jetzt hoffe ich auch einfach mal, dass ich das Spiel dann gescheit ohne Lags zocken kann. Denn das kommt ja jetzt auch noch dazu. Aber man wird mal sehen. So, komm jetzt. Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, hier noch einen Cut zu setzen. Okay, werde ich aber machen müssen. Wir sehen uns dann gleich in der Champions-Auswahl. So, jetzt probieren wir es einfach nochmal aus. Jetzt muss es einfach klappen. Komm schon. Jawohl. Lol. Captain Teemo meldet sich zum Dienst. Okay, wie wär's mit Duotop? Ach komm schon. Okay. Der ist auf jeden Fall ziemlich korrekt drauf, der From Divorced. Ja, okay. Dann schauen wir jetzt einfach mal. Ja, okay. Das heißt, wir haben eigentlich ziemlich gute Spieler im Team und wir probieren es jetzt einfach mal aus.
Okay, wir fangen jetzt erstmal an. Gut, dann sehen wir uns in-game wahrscheinlich und ja, bis gleich. Okay, da ist irgendwie gerade mal wieder abgestürzt. Keine Ahnung, was da los ist. 7, 8, 9, 11. Okay, und los. Okay, ich bin schon am Weg. Ja, sorry, dass es jetzt eine kleine Unterbrechung gab. Irgendwie funktioniert mein Aufnahmeprogramm mit League of Legends nicht mehr. Okay. So, irgendwie hatte die Katharina noch gesagt, dass die mich reporten will, warum auch immer. Da frage ich jetzt einfach mal. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Schnell! Ja, okay. So. Dann packe ich da schon mal ein Wort hin. Ja, auf jeden Fall hat Teemo drei Fähigkeiten, eine passive und drei aktive. Und die passive ist auf jeden Fall die E, das ist ein Giftschuss. Der macht dann zusätzlich Schaden alle paar Sekunden. Und ja, ihr werdet es dann später auch noch sehen. Ist eigentlich ziemlich geil. Oh. Okay, ne. Ich bleib erstmal hinten. So. Jetzt hat aber Teemo noch eine. Ja, noch eine Passive eigentlich. Bams. Das seht ihr es jetzt. Da die kriegen immer so ein. Wie so ein lilanes Herz auf den Kopf. Oh. Ich versuche jetzt einfach die ganzen Champions da zu fokussen. Naja, ich probier's einfach. So. Bams. Ja, seine Q ist auf jeden Fall so ein Giftschuss. Der macht dann nochmal ein bisschen extra Schaden. Oh. Jo, passiert. Alles gut. Will der keinen Farm bekommen? Okay. Hat auf jeden Fall schon ziemlich gut geklappt. Muss man einfach mal sagen. Komm schon. Oh, schade. Den hätten wir fast gehabt. Egal, jetzt farm ich auch mal ein bisschen die Ws. Auf jeden Fall einfach nur, dass man schnell wegrennen kann. Weil Teemo ein recht langsamer Champion ist. Okay, ich bleib hinten. Jetzt macht es auf jeden Fall Sinn. Ach komm. Das war so ein easy Kill. Nice, Master Yi, komm. Okay.
Egal, ich krieg den noch. Komm schon. Das Gift hat ihn nicht erwischt. Als ob. Fuck. Erstatte Meldung. Ah, fuck, das war jetzt echt mein Fehler. Ich hätte den doch echt bekommen müssen. Ja gut, da habe ich den ein bisschen unterschätzt, Malphite. Also Malphite ist der mich gerade getötet hat. Da ist jetzt auf jeden Fall Darius. Ah nee, oder? Nee, das ist Yasuo, bin ich dumm. Oh oh. Okay. Jetzt mein E-Skill, denn die E ist eigentlich die, die am meisten Damage macht. Aber die Ulti wird nochmal richtig, richtig geil. Okay, da kennt niemand. Das ist gut. Oh. Sorry, dass ich heute ein bisschen ruhiger bin. Ich bin jetzt einfach richtig konzentriert. Wow. Wow, 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 wow. Je, mach keinen Scheiß. Ja, okay, er hielt sich. Perfekt. Jetzt halt echt die Frage, was ich mache. Ja, geil. Okay, get back. Komm, Master Yi, get back. Ja. So. Risiko können wir einfach nicht eingehen. Es ist so. Lol, um Mitte ist irgendwie gar niemand mehr. Auch gut. Und hoch zu Top. Jetzt habe ich einfach mal die W genommen. Jetzt seht ihr, der hat ein bisschen Speed bekommen. Und was macht Nidalee da? Hä? Ich check's nicht. Lol. Okay. Ja, sieht doch alles ganz okay aus. Ja, okay, die Gegner haben aber Katarina. Katarina mit ist einfach richtig OP. Ja, okay. Ich gehe mal wieder top. Jetzt hoffe ich nur, dass Malphite mich nicht. Ah, ne. Malphite bleibt in der Mitte. Okay. Okay. Bewaffnet und bereit. Lol. Katarina kommt mit. Links 2, 3, 4. Uhuhuhu. Ja, geil. So.
Das Spiel kann echt noch richtig anstrengend werden. Oh Gott. So, Pilz. Das ist jetzt auf jeden Fall mein Ulti, wenn da jemand reinläuft, der bekommt richtig Damage. Lol. Lol. Komm schon, den kriegen wir. Fuck. Egal, ich hab den einen noch bekommen. Das ist die Hauptsache. Oh Mann. Just thought the same. Alter, ich kann nicht schreiben. Egal, Yasuo ist jetzt aber ein bisschen angehittet. Ein bisschen, ja. Ja, okay, ne. Lol. Der tippelt sich einfach. Lol. Ah, nice, unser Team hat aber auch mal einen Kill gemacht. Bums, Pilz. Ja, die Teemo-Pilze packen auf jeden Fall im Normalfall in Büsche, weil da oft gegnerische Champions reinrennen. Und ja, gerade wenn die Gegner dann low sind, dann rennt ihr da halt rein und dann bekomme ich einen Kill. Ja, Yasuo, was willst du? Ah, shit. Der hat das Schild. Lol. Oh Gott. Ja komm, wir machen jetzt erstmal hier die Vasallen und... Ach komm schon, Master. Oh. Oh, 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 oh. Nein. Ja gut, was sollte ich machen? Ja, komm! Komm, komm, komm! Okay, das Spiel läuft echt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber wie gesagt... Oh, oh, nee. Deshalb ist Katarina einfach OP. Okay. Oh Gott. Bestes Spiel, wenn einfach die Teammitglieder gegeneinander aufeinander losgehen, so rum. Oh Mann. Nächstes Game versuche ich auf jeden Fall was Besseres hinzukriegen. Werd mal sehen, inwiefern das klappen wird. So, jetzt farm ich erstmal ein bisschen. Bums. Den Farm kann ich jetzt echt gut gebrauchen. So. Hier liegt auf jeden Fall noch ein Pilz von mir, okay. Jetzt skill ich meine Q. Ich glaube, das... Ja, das ist viel besser.
will es einfach nur zum Wegrennen. Ich werde jetzt auf jeden Fall auf meiner Lane bleiben. Es wird jetzt keinen Sinn machen, wenn ich jetzt irgendwo anders hingehen würde. Oh Mann. Die wollen schon so renten. Ich glaube, das ist auch eine ziemlich gute Idee. Ich werde die Gegend ausspähen. Ich glaube, Ward wäre noch ganz gut. Ja, okay, da kommt auf jeden Fall schon Yasuo. Oh Mann. Oh Gott. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh gut. Überlebt. Dann renne ich jetzt einfach mal hier hin. So. Ja, Leute, kommt ihr jetzt mal. Okay, die kommt von unten. Perfekt. Nice. Ah, nice, der ist tot. Ja, komm vor. Ah, shit. Die haben einen Turm. Oh Gott. Oh, ich glaube, das war keine gute Idee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Renn doch durch. Oh Gott. Gott, Gott, Gott. Renn, renn, renn. Timo. Oh. Lucky me, ganz ehrlich. Oh, Gott sei Dank habe ich das überlebt. Egal, wir haben jetzt auf jeden Fall unsere erste gute Waffe. Als nächstes holen wir uns die Schuhe. Denn das wird das nächste Wichtige sein. Timo ist einfach mega langsam. Oh, Jinx. Okay, juckt den nicht. Nice. Gut, dann probieren wir jetzt einfach mal Mitte zu pushen. Vielleicht funktioniert's. Oh. Tja, Katharina. Ja, Katharina kommt von oben, okay. Roll. Komm vor. Nein, Malphite. Oh. Nice. Dann packe ich jetzt einfach mal hier noch einen schönen Pilz hin. Ach komm. Wir müssen jetzt echt mega aufpassen. Ich laufe dem einfach in die Arme, wie dumm. Komm schon. Ah, schade. Wow, nice, okay. Perfekt. Oha. Katharina. Oha. Ich denke, ich... Ja. Geil. Ein Gegner wurde getötet. Bewaffnet und bereit.
Manchmal denkt man sich auch nur mal, es mit Noobs zu tun. Egal, ich gehe jetzt auch weg. Oh, Glück gehabt. Ja, der kann wegrennen. Warum rennt der nicht? Warum hat er gewartet? Nee. Nope. Den ist auch nicht mal richtig zu helfen. Lol. Die hat kein einziger Pilz getroffen. Naja, gut. Komm vor. Kommt vor. Oh Mann. Dieses Game. Shit, shit, shit. Du sprichst ja nicht. Jinx. Alter. Das glaube ich jetzt echt nicht. Report Master Movie. Ja, komm, aufgeben. Nee, das hat keinen Sinn. Ja Leute, ihr habt jetzt auf jeden Fall so in etwa gesehen, wie Teamo funktioniert, aber irgendwie war das Spiel nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay, dann war's mit der Folge. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dann, haut rein. Ciao.